Liebe Anlegerinnen, liebe Anleger, das Thema Brexit war lange Zeit verschüttet. Die Präsidentenwahl, Corona waren viel wichtiger. Aber jetzt kommt es wieder, kein Wunder, die Zeit für eine Lösung, für einen Deal läuft hier ab. Und wenn man Herrn Johnson hört, den Premierminister Großbritanniens, dann ist durchaus die Variante auch No-Deal-Brexit durchaus möglich. Ja, der Herr Johnson hätte ja eigentlich gerne einen besonderen Deal von der EU. Und die EU ist ja auch lange Zeit sehr bereit gewesen, ihm entgegenzukommen. Und eine Liebesscheidung schien ja auch möglich zu sein. Die Europäer erlauben den Briten, weiterhin ohne Mengenbegrenzung, ohne Zölle in die EU, in den Binnenmarkt zu investieren, zu exportieren. Und umgekehrt sind die Briten bereit, die europäischen Sozialstandards, Umweltstandards einzuhalten und auf verdeckte Staatshilfe zu verzichten. Hätte klappen können. Aber das möchte Herr Johnson nicht. Herr Johnson sieht sich als Überzeugungstäter. Er ist der Dreifaltigkeitsnachfolger von Queen Victoria, von Winston Churchill, Margaret Thatcher. Ich habe nur einen vergessen, Sir Francis Drake, der gegen die Spanier gekämpft hat. Und so möchte er auch für die Unabhängigkeit der großen Briten von Europa kämpfen. Heißt konkret den bestmöglichen Deal für sein Land, auch wenn es sehr egoistisch und unfair ist. Dazu zieht er alle Register und dazu ist auch gerne bereit, einen Völkerrechtsbruch zu begehen, also zum Beispiel dieses Brexit-Abkommen dann national zu verändern. Das wäre Völkerrechtsbruch. Interessanterweise, wir reden hier von Großbritannien, also von dem Mutterland der modernen Demokratie, ist mittlerweile Völkerrechtsbruch, Vertragsuntreue, die feine britische, englische Art, schon sehr bizarr, was da aus London über den Ärmelkanal nach Europa schwappt. Aber Herr Johnson sieht natürlich, dass er im Augenblick sehr machtvoll ist. Im Parlament, im Unterhaus hat er eine Mehrheit wie früher die CSU in Bayern. Die Opposition ist nicht wirklich sichtbar. Und da gibt es auch die Briten, die ganz klar sagen, wir haben ein Problem, viele Briten, ein Problem mit der EU, die uns ja ohnehin eigentlich nur immer geknechtet hat, dominiert von Franzosen und Deutschen. Das wollen wir nicht mehr. Und da gibt es dann wirklich auch Symbolpolitik, da gibt es dann wirklich auch absurde Dinge, wie die man nur von Monty Python und von Mr. Bean kennt. Da wird ganz knallhart über Fangquoten gestritten, obwohl die Fischerei in Großbritannien nun einen minimalen Anteil an der Wirtschaftsleistung hat. Aber die Tatsache, dass den Briten ohne Deal noch schlechter als jetzt schon geht im Vergleich zu den Europäern, interessiert die Briten anscheinend überhaupt nicht. Hauptsache, die Pferde und die Hunde der Queen, denen geht es gut. Ja, und so glaubt eben auf dieser Machtbasis, glaubt Herr Johnson, er könnte die Europäer dann auf die Knie zwingen, nach dem Motto, den besten Deal rauszuholen. Und er weiß natürlich auch, die Europäer sind den Briten seit 2016 immer massiv entgegengekommen, haben den Briten goldene Brücken gebaut. Wenn da nicht mal ein viel besserer Deal noch drin ist, noch was rauszuholen ist. Und wenn es nicht klappen sollte mit einem Deal, ja, dann sind die Europäer schuld. Denn Herr Johnson hat ja auch schon Plan B in der Tasche. Ein No-Deal heißt ja nicht in Großbritannien No-Deal, sondern australische Lösung. Australische Lösung deswegen, weil die Australier auch mit der EU kein Handelsabkommen haben. Und da fragt Herr Johnson ganz klar, geht's den Australiern schlecht? Essen die Eukalyptusblätter? Nein, denen geht's doch gut. Warum sollte es denn dann Großbritannien ohne Handelsabkommen mit der EU schlechter gehen? An dieser Stelle muss man sagen, Herr Johnson hat nicht nur Ähnlichkeiten mit Trump, sondern eben auch Pinocchio. Er glaubt tatsächlich, er könnte dann, oder macht es seinem Volk weiß, dass er ein No-Deal für das Land gut ist. Und da werden ja auch schon Plan-B-Strategien gestrickt. Da sagt man, wir machen eine Schwachwährung aus dem britischen Pfund. Wir wollen auch massiv exportieren. Klingt zunächst mal schön, ist aber dann schwierig, wenn man weiß, dass man Vorprodukte aus dem Ausland beziehen muss, die dann eben teurer werden. Und eine starke Währung hat ja auch seine Reize. Hat man eine starke Währung, schwankt die Währung nicht so stark, muss man weniger Zinsen zahlen. Würde aber, wenn Johnson auf eine Schwachwährung Pfund setzt, das Pfund immer stärker flattern, also wie der Union Jack sozusagen an der Nordseeküste, dann wird man auch höhere Zinsen zahlen müssen für britische Staatspapiere. Und Schulden wird auf jeden Fall die britische Regierung machen müssen, denn ihnen geht es ja in der Tat dann dreckig. Und dann könnte die Bank of England versuchen, Negativzinsen einzuführen, mit noch stärkeren Anleihekäufen die Renditen noch stärker zu drücken. Nur das würde dazu führen, dass die Währung noch schwächer würde. Dann käme noch importierte Inflation dazu und da hätte Großbritannien die gleichen Probleme wie im Augenblick die Türkei mit der Lira. Dann sagt man, okay, dann machen wir es anders, dann senken wir
die Steuern für Unternehmen ganz dramatisch. Machen wir es wie die Iren, die mit 12,5% Unternehmenssteuersatz ja durchaus große Firmen wie Apple auf die irische Insel gelockt haben. Nur, die wären nicht gekommen, die Apples dieser Welt, wenn sie keinen Zugang hätten zum gemeinsamen europäischen Binnenmarkt. Keine Firma hat Interesse daran, in Staus an der Grenze zu stehen, Zollbürokratie zu erleiden und Lieferketten unterbrechen zu lassen. Die wäre nicht gekommen. Okay, dann haben wir immer das Thema, wir können ja massiv dann auch unsere Branchen deregulieren. Die Finanzindustrie zum Beispiel. Da sieht man aber auch, dass die amerikanischen Banken, die immer ein großes Interesse daran hatten, in London zu sein. Aber mittlerweile London verlassen wie die Ratten das sinkende Schiff. Auch das scheint nicht zu funktionieren. Und die Freizügigkeit von Arbeitnehmern, da hat ja Johnson auch seine Probleme mit, auch diesen Handicap auf der Insel zu investieren. Wer geht auf die Insel, wenn er nicht weiß, dass er nicht genügend auch gut ausgebildete Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bekommt, deren Uni-Abschlüsse zum Beispiel akzeptiert werden? All das zusammengenommen, muss man sagen, ein No-Deal-Brexit. Da würde kein vernünftiger Politiker sagen, das machen wir, denn da befindet man sich auf der Linksspur, auf der falschen Spur sozusagen. Es sei denn, der Politiker hat dessen Nachname beginnt dann mit J wie Johnson. Und Herr Johnson ist ja auch schon bereit, dann zu sagen, wenn es scheitert, auch wirtschaftlich, dann wird er sagen, Corona hat Schuld. Also Herr Johnson ist mit allen Wassern gewaschen. Was machen die Europäer? Jetzt können die sagen, ist aber schade, ist in der Tat schade, weil Großbritannien auch der drittgrößte Exportmarkt für die Deutschen ist. Die BMW ist sehr stark, die Discounter, der Mittelstand ist sehr stark. Aber was will man machen? Man muss da eben da durch. Das ist aber dann sicherlich auch für Europa besser zu schultern als für die Briten. Denen geht es in der Tat dreckig. Aber Europa sollte jetzt nicht den Fehler machen und sagen, naja, denen geht es ja schlimmer als uns. Also lehnen wir uns mal selbstgerecht zurück. Selber schuld, ihr Briten, wieso macht ihr auch sowas? Auch die EU sollte sicherlich ihre Hausaufgaben jetzt erkennen und sagen, wenn einer austritt, dann halten wir jetzt aber zusammen. Denn Großbritannien ist ja nicht unser Feind. Unser Feind sitzt in China und Amerika. Die wollen unseren Wohlstand stehlen. Da muss Europa eine Antwort drauf finden. Das heißt, brutal auf Digitalisierung, auf Erneuerung, auf Infrastruktur, auf Bildung setzen. Endlich diese vermaledeite Kompromissfähigkeit, die ja noch gelobt wird, hinten anstellen, die dafür sorgt, dass man sich immer nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt. Das muss sofort aufhören. Wir müssen nach vorne schauen, kraftvoll sein. Sonst wird auch die Europäische Union einen schleichenden Tod sterben. Das sollte man nicht riskieren. Ich weiß, hier bin ich vielleicht im Bereich der Utopie, aber das muss die Europäische Union endlich mal schaffen. Ja, und den Briten sage ich, viel Spaß mit eurer Inselisolation, mit Empire-Romantik. Diese macht zwar nicht satt, aber euch offensichtlich sehr glücklich.